Jo Leute, willkommen zurück zu Car Mechanic Simulator und wir hängen hier immer noch beim Maluch, oder besser gesagt, der Maluch hängt immer noch hier auf meinem Wagenheber und da müssen wir auch direkt dran an die Karre. Ich gucke nochmal durch, wo wir stehen geblieben waren. Motorfehler habe ich jetzt noch, Filter ist auch alles Motorkram, Auto ist zu laut und Lackieren mache ich dann auch unten, aber Auto ist zu laut. Kann ja schon mal an dem Abgaskrümmer liegen. Der hing aber hier oben, glaube ich, mit dran. Das war echt kurios bei dieser alten Kiste. Diesem Oldtimer. Dann kramen wir jetzt erstmal hier oben einfach los. Alles rein, was geht. Ja, die Stangen von mir aus auch. Halt, so. Hängt denn die Maus immer auf dem da? Ach so, weil er da was reinsetzen will. Nockenwelle. Zündverteiler. Alles rein. Zündspule. Boah, hätte ich die vielleicht auch reparieren müssen? Geh doch rein jetzt, ey. Probiere ich nämlich gleich mal. Die Zündspule war das. Nee, hat er jetzt nicht angezeigt. Hallo? So, genau hier. Benzinpumpe, die ist niegelnagelneu hier. Für so einen Oldtimer wird extra noch hergestellt. Kraftstofffilter, der ist auch neu. Und der hängt hier schön in der Luft, finde ich voll geil. Natürlich sind unrelevante Teile einfach nur ausgeblendet. Deswegen hängt das als relevantes Teil in der Luft. Aber ich finde es trotzdem immer wieder wichtig. Immer wieder sehr witzig, meinte ich. Wichtig, wollte jetzt, habe ich jetzt schon gesagt. Habe ich gesagt, ja. So, und das ist dieser Vergaser. Ah, das war dann nur der Ellenbogen. Jetzt diese Kipphebel. Ja, genau. Mach das mal mit dran. So, die hatte ich ja auch neu gekauft, hier die Teile. Hallo, hallo. Da hatte ich ihn gerade. Komm schon. Mensch, was willst du denn? Oh, gleich ausrasten, rummotzen hier. In der Werkstatt. Ah, hier hängt das Teil dann dran. So. Jetzt kommt der Ellbogen dran hier. Zack. Boah, das ist aber richtig rostig, ey. War aber noch okay hier. 46%. Läuft. So, aber das Teil wollte ich jetzt festhaben, weil hier war der Abgaskrümmer mit dran. Hallo! Ich nehme gleich einen Hammer. Genau da war der Abgaskrümmer. Und ich meine, hier wären zwei dran gewesen. Machen wir aber mal eben den Verteiler hier noch rein und den ganzen Kleinkram. Genau, siehst du, da war noch einer. Habe ich recht gehabt. Ach, das Getriebe haben wir auch noch. Alter, das ist ein Gerippe hier. Das Getriebe, da komme ich wahrscheinlich wieder nur von unten dran. Und die Ölwanne kann jetzt auch endlich wieder dran, weil die Nockenwelle drin ist. Die hat vorhin noch gefehlt. So. Den hatte ich schon. Luftfilter. Ah, hier kamen ja die blöden Klammern jetzt wieder dran. Ich finde die so scheiße. Weil die Schrauben, die kriege ich ja auch nicht einzeln an hier, ne? Aber die Klammern, deswegen. Verstehe ich es nicht. Aber gut, muss ich eben durch. Ah, mach zu, jetzt gucken wir doch schon mal rein hier. Anlasser. Boah. Nockenwellenzahnrad. Da fehlt ja noch einiges. Huch. Und hatte ich jetzt schon die Filter ausgetauscht? Die Filter. Die hatte ich jetzt schon gemacht. Lackieren kommt zum Schluss. Also nur noch hier der Motor. Ja, zusammenbauen. Aber die Nockenwelle. Die müsste doch eigentlich... Warte mal, was... Bevor ich jetzt wirklich
den ganzen Kram zumache, sollte ich vielleicht nochmal reinschauen. Das ist die Kurbelwelle. Und das ist die Nockenwelle. Die kann ich jetzt aber auch noch nicht erreichen. Und die hat auch eigentlich keine rote Farbe. Und? Ah, das Zahnrad war's. Das müsste dann hier vorne draufhängen oder so. Gut, ich habe ja noch kein Öl drin. Die Wanne ist ja dann wieder schnell demontiert. Oder abgetreten, so wie die aussieht. Ja, und dann probiere ich einfach mal weiter von oben jetzt da dran zu gehen. Hier auf die Bude, bitte. So, ah, hier siehst du das Zahnrad. Und das Teil war auch kaputt. Ich glaube, da haben wir doch schon die Teile, die jetzt noch gefehlt haben, größtenteils. Ah, das Steuergehäuse. Auch sehr gut aus. Boah, langweilig. Da müsste eigentlich... Müsstest du nur einen haben, der für dich schraubt. Und du machst das, was Spaß macht. Also ich drück alles rein, wo es hinkommt, und der schraubt dann für mich. Man sieht hier deutlich, boah, krass. Neu alt. Das ist schon deutlich. Oh, da hätte ich unten weitermachen können. So, jetzt schaue ich aber nochmal rein. Der Anlasser, das Zündkabel und die Zündkerze. Anlasser ist jetzt eine gute Frage. Da kommen die Zündkerzen rein. Alter, da und da. Jetzt kommt das Zündkabel auch drauf und der Anlasser, da hängt doch da. Ah, der Anlasser ist am Getriebe mit dran. Am Getriebe. Häng dich mal dran, komm. Mal sehen, wie viel die Karre aushält. Wahrscheinlich nix. So. Wieder oft genug daneben gedrückt. Gefehlt. Boah, was für ein großes Schwungrad. Und das ist schon so porös. Das hätte ich eigentlich auch gleich tauschen sollen, aber nix. Wird er mir eh nicht bezahlen. Wir werden irgendwann mal so eine richtige Schrottmöhre aufrosten, wo wir komplett alles ausschlachten müssen und dann... So ein Getriebe hier mal eben oben dran geheben. Gehoben mit einer Hand und mit der anderen dran geschraubt. Das ist ganz einfach. Das Gehäuse hier ist extra für das Schwungrad noch. Ah, genau. Die gehen ja auch erst jetzt rein. Ein Wunder, dass ich da schon die Reifen und so, also die Felgen komplett montieren konnte. So, und da ist jetzt der Anlasser, der noch gefehlt hat. Der hängt hier immer am Getriebe mit fest. So, und ich glaube, das Getriebe, das hat doch auch... Oder geht das hier seitlich raus? Ach so, ja. Trotzdem sieht das aus, als ob da hier noch was dran müsste. Nee, der hat wirklich alles. Dann machen wir jetzt noch einen Ölwechsel. Guck mal eben hier. Ich habe tatsächlich nichts mehr übrig. Ich habe den jetzt blind hinbekommen. Die Batterie hatte ich auch schon drin. Ja, Klappe zu. Affe tot. Hier. Immer noch auffüllen. So, das ist wahrscheinlich wieder zu wenig. Und wenn ich dann einmal kurz nachkippe, ist der garantiert übervoll. Oh, das hatte ich doch vorhin gesehen. Ja, dieses... Nee, wo ist denn das gewesen? Zum Ölmessen! Am Ende ist mir das dann jetzt auch egal, ganz ehrlich. Ey, wo hing denn das hier dran? Bin ich blind? Hier seitlich irgendwo? Ich dachte doch, das hing irgendwo seitlich. War es da nicht gerade? Oh nö. Oder hier auf der Seite.
hier ist er dann das Getriebe. Das war Zündkram, Kaltluftrohr. Ja, ich finde jetzt echt gerade nicht den Stutzen zum Testen des Ölstandes. Alter. 100 Hermostatgehäuse, da drunter klemmt es doch irgendwo hier. Hallo. So, weißt du was, ist mir egal. Kauf dir ein vernünftiges Auto. Dann kann ich das auch prüfen. Das ist eine geile Ausrede, ne? Wenn das in echt einer sagen würde, würde ich nie wieder hingehen. Ja, was genau, ein Anstrich wollte er noch haben. Ich gehe mal davon aus, ich habe genug reingepackt. So, da ist er. Wie geil, ich immer mittendrin hier. Ja, ist gut, nur die Felgen sehen jetzt so behindert aus. Blitzeblank lackiert, ne? So, auch wirklich nichts vergessen. 5392. Tschüss. So, wir können die beiden hier immer noch nicht machen. Motorenöl, lauter Auspuff. Und komm hier. Das müsste doch jetzt was ganz Schnelles sein. Außer es ist alles vom Auspuff, alles vom Getriebedefekt. So, dass ich bis tief in den Motor rein muss. Oh ja, und nee, so schnell geht es auch wieder nicht, denn es ist ja ein V8. Aber wir machen einfach jetzt schon mal die ganzen Tests. Da kann ich hier gleich drin bleiben. Und zwar erstmal OBD-Scanner. Piep, piep, piep. Done. Und Abgaskatalysator. Ruhe. Haben wir ja das schon. So, dann machen wir auch direkt den Druckprüftest. Komm schon. Pump mal ordentlich durch eben und sag, was defekt ist. Nichts. War ja auch am Motor eigentlich jetzt nicht. Und das gerade zum ersten Mal, glaube ich, dass ich diesen elektronischen Zähler nutze. Er wird einfach mal so reingehalten. Hat jetzt auch nicht viel mitbekommen. Da würde ich aber sagen, machen wir doch noch den Diagnosetest. Diagnosefahrt. Und ab hinterher. So, erstmal vorfahren hier. Ist voll gut gemacht. Jetzt die Bremse gedrückt halten. Weil eigentlich ist ja Getriebe jetzt nur, ne? Hier, die Teile, die sind nicht dran. Für die Abgase. Also, wenn er jetzt einen Bremstest macht, dann muss er eigentlich auch selber Gas geben. Die gehören eigentlich hinten an Auspuff dran. Ich glaube, hier dieser Rütteltest nicht so wichtig. Da kann die Kiste ausbleiben. Hier 1 live. Elektrobeats auf 1 live. Ja, alles in Ordnung hier, aber dann haben wir das nochmal gemacht hier mit so einem V8 über eine Diagnosefahrt. Ist wie Kino hier drin aus diesem fetten Fenster heraus. So, dann mache ich aber jetzt hier linker Heber. Gucken wir wenigstens, dass wir noch die Demontage hinkriegen der defekten Teile. Motoröl zum Schluss, lauter Auspuff, Getriebe. Muss ich eher alles von unten machen? Hätte ich mir jetzt die Prüfungen sparen kann und sparen können und gleich hier reingucken können, denn man sieht sofort. Hallo? Hier die Endschalldämpfer jeweils sind auch sehr hart mitgenommen. So, ja genau. Und hier vorne war da noch was. Man kommt hier mal so schlecht ran an die Teile. Und das Flammenrohr, glaube ich. Ach, ja. Nee,
Front Exhaust irgendwas. So, dürfte aber eigentlich jetzt, würde ich fast sagen, schon bei dem Auspuff alles gewesen sein. Dann machen wir den auch fit. Windschalldämpfer, Abgaskart, Front Exhaust, Mittelschalldämpfer. So, Endschalldämpfer zweimal. Der Mittelschalldämpfer war einmal. Irgendwas mit Exhaust. UST, so. Genau der. Und dann weiß ich nicht, was es noch war. Der Abgaskatalysator. Da gehen wir einfach mal hier wieder mit Cut hin. Da, Mann. So, bauen wir direkt zusammen. Den Kram, komm mal hier so. Ja, hallo. Kloppt die jetzt einfach mal rein, die Teile. Nicht umsonst gekauft. Duh. Oh, kriegst du das mal hin, ey? Dass ich da zu weit weg bin, ne? Nervt. So, Auspuff okay und Rest machen wir dann beim nächsten Mal, weil V8 dauert hier ein bisschen länger, ne? Danke fürs Einschalten und dann würde ich sagen, bewerten nicht vergessen und haut da rein bis dahin. Tschüss.